So, sehr interessante Situation. Ich möchte jetzt hier eine Short-Position eingehen. Ich werde euch gleich begrüßen zu unserem heutigen Trading hier. Wir haben hier eine Erholungsbewegung gesehen, die hier ja, in mehreren Bereichen schon so um die 25.090 zum Stillstand gekommen ist. Und wir befinden uns jetzt wieder in diesem Bereich hier im Dow Jones. Und deswegen möchte ich hier ganz gerne hier oben eine Short-Bewegung eröffnen, weil man sieht es auch schon an der Kerze. Es ist ein ja, sehr kurzer Kerzenkörper. Hier fehlt das Momentum über diesen Bereich hier, wo ich auch die rote Linie jetzt mal eingezeichnet habe, 25.090 herauszugehen. Ja, das heißt, hier oben verlässt es einen so ein bisschen die Kraft. Wir dümpeln auch die ganze Zeit schon um den Bereich 25.000 im Bereich Dow Jones. Und wenn wir in den DAX mal rüber switchen, da haben wir ein ähnliches Bild. Da dümpeln wir die ganze Zeit um die 12.200. Und man muss wissen, jetzt um die Uhrzeit zieht der Dow Jones den DAX ganz gerne auch mal mit. Und deswegen eröffne ich hier jetzt auch eine Short-Position. Das heißt, wir sind jetzt sowohl im Dow Jones. Nee, wir sind jetzt sowohl. Jetzt habe ich beim DAX geklickt, beim Dow Jones geklickt. Ach Mensch, naja, es macht nichts. Wir sind eh short-orientiert. Das heißt, auch hier um die 12.200 wollen wir dann short gehen. Jetzt haben wir drei Positionen offen. Okay, das macht nichts. Also, wir haben jetzt, ich fasse nochmal zusammen, wir haben jetzt zwei Positionen im Dow Jones, Wall Street 30 hier, das heißt aus Lizenzgründen einfach so offen. Einmal bei 25.079 und einmal bei 25.064. Und wir haben eine Position im DAX eröffnet. Da sind wir auch short gegangen bei 12.199. Wichtig ist, wenn ihr mehrere Märkte tradet, dass ihr nicht gegen euch tradet. Es ist sehr oft so, jetzt ist es 18 Uhr, wenn ihr abends aus dem Feierabend kommt, ihr setzt euch noch mal ran am PC, wollt selber traden, seid in den unteren Zeiteinheiten unterwegs, dann ist es sehr oft so, weil der Xetra-Handel im DAX-Bereich ist schon geschlossen. Frankfurt ist zwar noch offen, aber natürlich bei uns ist der Handel der ganze Tag schon gelaufen, seit heute Morgen. Die Wirtschaftsnachrichten sind durch, das heißt, der DAX orientiert sich sehr stark an der Wall Street, an dem Dow Jones. Und deswegen ist es nicht immer so, es ist oft so, aber nicht immer so, auch nicht eins zu eins, dass wenn man hier im Dow Jones, wo der Handel ja noch voll im vollen Handelstag in Gange ist, wenn hier jetzt Impulse passieren, wenn hier jetzt, ja, wie ich es eben auch erklärt hatte, der Kurs von hier oben ranläuft und vorher mehrmals auch in diesem Bereich zum Stillstand gekommen ist in der letzten Zeit, wir sind hier, wie gesagt, in kleinen Zeiteinheiten. Dann kann man hier eine schöne Short-Position eröffnen und gleichzeitig eventuell müsste man sich den Chart angucken, auch hier im DAX eine Short-Position eröffnen. Wir haben jetzt hier jeweils zwei Kontrakte geöffnet im DAX. Das heißt, jeder Punkt, wenn wir hier die Positionsgröße einstellen, jeder Punkt ist 2 Euro. Ihr könnt bei GKFX ab 10 Cent pro Punkt starten, also auch mit sehr, sehr kleinen, mit sehr, sehr kleiner Positionsgröße einfach mal starten. Und bei der Wall Street, beim Dow Jones, haben wir auch zwei Kontrakte reingenommen. Ja, und das ist natürlich eine Sache, wo man jetzt dabei sein muss. Ich habe jetzt hier auch keinen Stop-Loss gesetzt. Das heißt, ein Stop-Loss, wir haben uns short-orientiert, würde ich hier direkt über meine eingezeichnete Unterstützungslinie setzen, falls der Kurs sich gegen mich her bewegt, zum Beispiel bei 25.094 zum Beispiel. Aber ja. Ich fand dieses Chartbild einfach gerade so interessant und habe mir gedacht, okay, das nehme ich jetzt direkt mal auf. Und haben wir sehr oft so die Situation, wenn ihr abends dann von der Arbeit kommt, setzt euch noch mal ran, guckt euch den Chart in Ruhe an. Das ist ganz wichtig, dass ihr da in dem Bereich einfach Erfahrung habt, den Chart wirklich lesen zu können. Das bringen wir euch in unserem Ausbildungspaket bei, in unserem kostenlosen Ausbildungspaket, welches ihr bei uns auf der Homepage findet. Und dann kann man das sehr schön, jede Wette der DAX ist jetzt ebenfalls rot. Ja, natürlich nicht so ausgeprägt, das muss man auch wissen. Die Bewegungen werden niemals 1 zu 1 übernommen, weil ja, einfach hier viel mehr Aktivität jetzt ist. Nachher, wenn Frankfurt auch geschlossen hat, der Aktienhandel auf dem Frankfurter Parkett, dann orientiert sich der DAX immer noch am Dow Jones und wenn der dann nachher auch sozusagen closed ist, dann am Dow Jones Future. So, und es ist wirklich sehr gut gelaufen. Jetzt könnte man anfangen, wenn man jetzt dabei ist, entweder zu sagen, okay, ich nehme diesen Gewinn einfach mit. Das sind jetzt 240 Euro, ein sehr schöner Gewinn.
oder ich fange an, den einfach ja, zu managen, den Trade. Das heißt, ich lasse ihn weiterlaufen, gucke, was passiert und ziehe meinen Stop-Loss, den ich jetzt hier noch gar nicht gesetzt habe, ziehe meinen Stop-Loss einfach sukzessive zum Beispiel an diese Kerze heran. Dann habe ich schon mal vom Einstieg her bis auf die Kerze alles, bis an die Kerze heran alles abgesichert. Ja, wir bewegen uns jetzt komplett in die Richtung mit relativ starkem Momentum. Auch der DAX kann sich dem nicht erwehren. Bewegen wir uns jetzt short. Ne? Und von daher war das eine richtige Einschätzung. Und einfach, wie gesagt, guckt euch hier die Uhrzeit an. 1. März, 18 Uhr. Einfach gesehen, okay, Dow Jones läuft in diesem Bereich hier ran, hat er schon zwei, dreimal gestoppt vorher, auch an der Kerze gesehen, nicht so viel Kraft, nicht so viel Momentum und einfach eine Short-Position eröffnet und das Gleiche auch im DAX gemacht. Wie gesagt, das möchte ich nochmal sagen, mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ich da euch nicht jetzt irgendwie was hier vom Pferd erzähle. Diese Korrelationen hier, ja, sind nicht immer 1:1. Es kann sein, dass die Wall Street hier jetzt runtergeht und der DAX aus welchen Gründen auch immer jetzt hier freundlicher wird, ja, also long geht. Das gibt es auch, ja, man kann das nie 1:1 so übernehmen. Gut, ich werde diese beiden Trades jetzt noch ein bisschen beobachten. Ich werde den Stop-Loss jetzt hier entsprechend hier zum Beispiel hier direkt über diese Kerze im Dow Jones ranziehen. Beim DAX würde ich das auch direkt über diese Kerze hier machen, um einfach die Gewinne abzusichern. Man könnte jetzt auch einfach sagen, ich schließe die Position, nehme die 300 Euro mit, kann man auch machen. Je nachdem, wie risikofreudig man da einfach eingestellt ist. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, dass man einfach auch am Feierabend schnell mal, wenn das Chartbild gut was hergibt, auch dann noch schön traden kann, auch wenn im DAX und im anderen Bereichen die Eröffnung und die Wirtschaftsdaten und so weiter alles schon gelaufen ist. Ja? So, nochmal ganz kurz zurückgemeldet. Mittlerweile ein paar Minuten vergangen. Wir sind deutlich im Plus. Das heißt, der Trade hat sich, wo wir hier oben eingestiegen sind, genau in die Richtung entwickelt, in die wir es haben wollten. Auch hier im DAX, hier oben sind wir eingestiegen und dann hier schön short gegangen. Jetzt kommen wir langsam in Bereiche, wo wir hier unten eigentlich Unterstützungszonen haben, weil er hier im Laufe des Tages mehrmals hingelaufen ist und sich dann wieder erholt hat. Hier haben wir auch jetzt mittlerweile eine grüne Kerze dazwischen. Das heißt, auch hier sind wir in einer Unterstützungszone. Und da müsste man jetzt genau sich überlegen, okay, wie eng setze ich den Stop-Loss ran? Schließe ich die Position jetzt oder gehe ich Risiko und spekuliere darauf, dass der Kurs weiter fällt? Aber ich gegebenenfalls, wenn er sich hier aus dieser Unterstützungszone hier unten wieder erholen sollte, ja, die Gewinne abschmelzen. Ne? Das gleiche natürlich auch im DAX. Stop-Loss ist jetzt auch gesetzt. Habe ich dann auch sukzessive hier nachgezogen, könnte man jetzt auch schon wieder nachziehen. Auch hier beim Dow Jones konnte man den auch schön nachziehen hier und könnte ihn jetzt auch hier ans nächste Level heranziehen. Man müsste sich jetzt wirklich überlegen, okay, closed man die Position, wo setzt man den Stop-Loss hin oder geht man auf Chance und lässt das Ganze weiterlaufen. Aber ihr seht nochmal, auch abends hier, ich kann es nochmal zeigen, 1.3., jetzt 18.41 Uhr, ihr seht es auch hier an den Ordernummern, das wird ja immer alles protokolliert, sind noch die gleichen Trades. Auch als Feierabend-Trader kann man einfach, wenn man von der Arbeit kommt, sich nochmal dran setzen, sich das Chartbild angucken und gucken, habe ich einen Vorteil, bieten sich hier Trading-Chancen. So, ich werde das Ganze jetzt nochmal genau studieren in aller Ruhe und mich dann entscheiden, was ich mit diesem Trade machen werde. So, ich melde mich nochmal zurück, jetzt um 21 Uhr, immer noch der gleiche Tag, immer noch die gleichen Ordernummern und ich habe mich richtig entschieden. Wir gucken hier auf den DAX und man konnte den Stop wirklich hier vom Einstiegspunkt Stück für Stück immer nachziehen. Mittlerweile habe ich den Stop hier unten also sehr satt im Gewinn, wie wir hier ja auch sehen, beim Dow Jones genau das gleiche. Hier oben hatten wir den Einstieg nun mit zwei Trades, was im Nachhinein natürlich sich als Glücksfall herausgestellt hatte. Auch hier den Stop schön nachgezogen. Ich habe den Stop hier an diese Zone herangezogen. Hier sind wir mehrmals gegengelaufen, konnten das nicht mehr überwinden. Also hier bietet sich das sehr schön an, den Stop hinzusetzen. Beim DAX auch hier in den Bereich, den wir jetzt mehrfach angelaufen sind. Wir sind jetzt im DAX-Bereich um die 12.000. Die 12.000 auch eine sehr starke psychologische Marke. Von daher sehen wir auch hier, dass wir in den Seitwärtshandel dann reingegangen sind, weil natürlich auch von der Wall Street die Impulse weniger werden. Wir gehen da dort auch auf Handelsende zu. Und auch hier sehen wir, wie sich nach dem Kursrutsch hier jetzt sicherlich für die Nacht eine gewisse Range
ausbildet. Von daher ist es ein guter Zeitpunkt, als Daytrader jetzt die Position auch heute zu schließen. Man kann diesen satten Gewinn einfach dann mitnehmen, morgen die Situation neu analysieren, neu auf dem Markt drauf gucken. Dass sich der Trade jetzt hier so entwickelt, das hätte ich auch nicht erwartet, als ich um 18 Uhr einfach hier mal reingeguckt habe. Aber ihr könnt das Video gerne nochmal sehen. Pausiert euch auch gewisse Stellen, guckt euch selbst nochmal den Chart an, guckt, was ich dazu sage, reflektiert das nochmal. Da könnt ihr eine Menge mitnehmen für euer eigenes Trading. Und ich werde die Position jetzt hier schließen, weil wir sind hier im Daytrading. Deswegen schließe ich die Position heute Abend und analysiere den Markt einfach morgen nochmal neu. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich wünsche euch wie immer sehr viel Erfolg beim Traden.